Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Dino Adventure, endlich mal wieder. Wir starten diesmal mit ein bisschen Werbung. Und zwar wird dieses Video unterstützt und teils finanziert von Dongay Smartphones. Wir haben uns nämlich ein Smartphone zugeschickt und wir sollen es für euch mal ausprobieren. Kooperation tatsächlich haben wir nur angenommen, weil es uns perfekt gepasst hat. Mein Handy ist mir gerade runtergefallen. Ein paar Tage später schreiben wir uns an, was für ein geiler Zufall. Der Touchscreen ist halt leider ziemlich zerstört und jetzt habe ich halt echt Probleme mit dem Tippen und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe jetzt ein neues Handy, was ich benutzen kann und es passt auch irgendwie ein bisschen zu uns und zu unserem Kanal. Es sind nämlich Outdoor-Handys, die Dongay produziert. Doji Smartphones wurden speziell für Chaoten und Outdoor-Freunde wie uns entwickelt. Das Betriebssystem des neuen Doji S61 Pro läuft auf Android 12.0 mit seinem 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internem Speicher, Dual-SIM, 5G, einem 6 Zoll IPS Full HD Display aus kratzfestem Gorillaglas und einer 48 Megapixel Dual Hauptkamera mit Infrarot-Nachtsichtfunktion und der 16 Megapixel Frontkamera braucht sich das S61 Pro als Outdoor-Smartphone zwischen anderen Smartphones in der Preisklasse in keinster Weise zu verstecken. Im Vergleich zu anderen Outdoor-Handys liegt das Doji erstaunlich gut in der Hand und ist vom Design her nicht zu klobig gebaut. Natürlich ist es mit seiner IP68-Zertifizierung staub- und wasserfest. Diverse Buchsen lassen sich durch Klappen anständig verschließen, um das Eindringen von Staub und Wasser vollstens zu vermeiden. Die Rückseite hat ein austauschbares Design, welches sich im Handumdrehen ohne Werkzeug wechseln lässt. Stürze aus einer Höhe von 1 bis 2 Meter hat das Smartphone ohne weiteres weggesteckt. Und auch nach einem halbstündigen Bad im Hotelito Pool ist kein Wasser durch diverse Klappen eingedrungen. Ach, und fast hätte ich es vergessen zu erzählen, zu erwähnen, wir haben noch eine ziemlich coole Sonnenbrille dazu bekommen. Das ist nicht einfach nur eine Sonnenbrille, das ist eine Sonnenbrille mit integriertem Radio. Die kann man mit Bluetooth verbinden und kann dann über die Sonnenbrille Radio hören. Und dafür, dass da irgendwie so viel Elektronik drin versteckt ist, finde ich, sieht sie gar nicht schlecht aus. Ja, passt, oder? Ja, im Großen und Ganzen ein kleines Fazit, ist ein cooles Handy, klar kann technisch nicht mithalten mit neuen Samsung-Modellen oder iOS-Geräten, aber man muss ja auch mal den Preisunterschied vor Augen halten, das Ding kostet hier bei Amazon 250 Euro und schneidet dafür, für mich zumindest, ziemlich gut ab im Preis-Leistungs-Verhältnis. Und ja, macht einfach was her, liegt gut in der Hand. Punkt. Ja, ich finde, es reicht dann jetzt auch mit Arbeiten und wird Zeit für ein Feierabendbier. Also viel Spaß bei dem Video. Prost! Prost! Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. Hallo. Wir sind hier gerade bei Andrea und Sebastian auf dem Grundstück. Die zwei haben uns eingeladen. Die haben sich hier einfach mal 10 Hektar Land in Yucatan gekauft. Einfach nur Regenwald, also Regenwald, ja, Wald, Dschungel. Und haben ihre eigene Zenote auf dem Grundstück. Da waren wir gestern sogar schon drin. Ziemlich spektakulär und spannend und abenteuerlich. Werdet ihr gleich noch sehen, mit Hängebrücke und allem. Und ja, die beiden bauen sich hier gerade ihre Residenz auf mit kleinen
sogenannten Domes, wo die später mal vermieten wollen. Und ein Campingplatz soll ja auch entstehen. Aktuell gibt es aber nur den beiden ihr Haus. Sieht jetzt so aus. Da drin leben die. Also, das ist ein Trailer, Camping-Trailer mit einem ziemlich coolen Betondach oben drüber. Einfaches Holzgerüst und Betondach draufgegossen. Habe ich so auch noch nie gesehen, aber ist gut geworden. So sieht das von innen aus. Meint man gar nicht, dass da Beton drauf ist. Von außen kann man es aber ein bisschen erkennen. Ja, hier stehen wir jetzt seit 2 Tagen schon auf dem zukünftigen Parkplatz der Cenote. Da oben ist Andrea, da unten Sebastian. Wir haben gerade eine kleine Dino-Room zugekickt und ich ziehe mir jetzt die Badehose an und da geht es dann gleich zur Cenote. Ein bisschen Dschungelwanderung und dann ein steiler Abstieg. Ja, und hier, wenn man dann ein bisschen durch den Dschungel spaziert, steht hier der hauseigene Internetmast. Der wählt sich beim nächsten richtigen Internetmasten ein und erzeugt dann hier astreines WLAN mit Top-Empfang. Hier steht ein Pumpenhäuschen. Das zapft einfach das Grundwasser an hier für die Wasserversorgung. Also sprich das Cenotenwasser, das ist ja alles hier unterirdisch miteinander verbunden. Und etwas weiter im Landesinneren auch astreines Trinkwasser. Nur sehr kalkhaltig. Also die zwei haben schon erzählt, die Leute, die hier regelmäßig nur dieses Wasser trinken, haben öfters Probleme mit Nierensteinen. Und da steht das erste B&B, was die beiden gebaut haben, der sogenannte Dome. Mit 2 Räumen, Toilette, Hauptraum. Ich weiß nicht, ob da noch was dran kommt. Und das haben die beiden komplett alleine gemacht. Aktuell muss man ein bisschen aufpassen hier, da hängen Bienennester. Ja, Itong-Steine, das sind so ganz poröse Steine, die aber auch ein bisschen isolieren, denke ich. Selber zurechtgesägt hier. Ich glaube sogar selber gegossen und dann das Ding hier gebaut. Wird wohl noch ein Weilchen dauern, bis es dann fertig ist, aber so schon mal ziemlich cool. Also wir gehen jetzt gleich in unsere Cenote und wir 4 sind die ersten Menschen, die da wirklich mal jetzt runterleuchten und schauen, was da unter Wasser so los ist. Ich bin gespannt. Ein paar alte Maya-Relikte oder Wäre toll. Ja, Tonscherben oder sowas kann möglich sein. Vielleicht finden wir ja Gold oder so, gell? Ja, wir kommen mal in der Cenote. Hier ist der Eingang. Hier geht's nach unten. Was hier abgeht mit den ganzen Spinnen, das ist nicht normal. Das geht jetzt noch so ein paar Meter hier runter, so 5-6 Meter. Alles ziemlich eng. Boah, ich bin schon am Schwitzen wie so ein Ferkel. Wenn du jetzt hier unten ankommst, denkst du dir, oh schön, ja, sehr kühl. Oh, genau. Laufen die dicken Spinnen, oh, überall hier. Die krabbeln jetzt auf den Mund. Jetzt sind wir 6 Meter tief. Genau. Was sind wir? Jetzt sind wir 6 Meter tief. Wir sind jetzt auf 6 Meter und gehen unseren schönen Tunnel direkt zu unserer Cenote. Und es geht auch noch ein bisschen tiefer dann, ne? Ja, das ist richtig. Leben existiert hier unten auch. Jetzt wird's abenteuerlich. Hier fängt die Hängebrücke an. Ja, wenn du mutig bist. Ladies first. Ladies first, Steffi. Okay, dann gehe ich. Geh du ruhig. Bravo. Ach, guck mal, was hier für Viehzeugs rumläuft. Okay. Da ist so eine dicke Geißelspinne. Aber die sollen ja gut sein, oder? Hast du gesagt? Ja, ja, also das wurde uns erzählt. Die sollen wir ruhig im Haus lassen. Die
Die macht nichts. Okay. Die ist gut für die Insekten und so, weißt du? Ja. Die räumt auf. Wie lang ist die Hängebrücke so? Ich habe keine Ahnung. Das sind bestimmt 20, 30 Meter, oder? Hängebrücke. Da geht's zur Zenote runter. Das Ende ist nämlich ein bisschen wackelig. Mexikanischer Abstieg, gell? Heute ist das Wasser besonders klar, weil wir gestern schon hier schwimmen waren und diese ganzen Kalkkristalle, die am Wasseroberfläche treiben, haben wir schon aufgewirbelt und die sind zum Boden gesunken. Es gibt diese schöne bläuliche Spiegelung. Der Kalk sinkt ab auf den Boden und reflektiert sich. Da ist halt alles schön klar. Mega tief! Wow, ja! Yeah. Wow! Geil! Gold von den Mayas aus vergangener Zeit haben wir leider nicht gefunden. Aber dafür gab es unter Wasser, so wie auch hier über Wasser zu sehen, ein paar echt schöne Stalagmiten und Stalaktiten zu sehen. So, was hast du gerade über die Zwerge hier erzählt? Es gibt so eine Maya-Sage, habe ich gerade erzählt, eine Maya-Sage über Zwerge, die sogenannten Alushes. Und es gibt auf Grundstücken, wo auch Zenoten sind, sollen Zwerge leben, die, wenn sie dir gut gestimmt sind, du ein schönes, friedliches Leben auf dem Grundstück hast. Wenn die dir nicht gut gestimmt sind, verschwinden teilweise Sachen, Werkzeuge, Schaufeln, verschwinden, sie tauchen aber schon wieder auf, aber nur an anderen Orten, wo man sie nicht erwartet hat. Und das passiert dann anscheinend ständig, so dass man wirklich die Schnauze voll hat und eventuell das Land verlässt, wenn die Alushes das nicht wollen, dass du vor Ort bist. Und sind euch schon mal Sachen verschwunden und an anderen Orten wieder aufgetaucht? Nein, überhaupt nicht. Aber mir ist gerade eine Geschichte eingefallen, weil hier liegen zwei Holzstecken und wir sind letztes Mal die Leiter runtergekommen und es hat irgendeinen Krach gegeben. Und auf einmal lag der Stock hier auf dem Weg und wir wissen nicht, wo der Stock herkommt. Aber es könnte alles gewesen sein. Aber es war ein komisches Geräusch auf einmal. Wir haben ja aufgeräumt hier, weißt du? Aber vielleicht mögen die Zwerge euch, ja. Ja, denke ich auch. Bis jetzt hatten wir Glück. Es war mit dem Ricardo Pech gehabt, aber ansonsten lief es gut. Ja. Hier wohnen die meisten Tarantula-Arten der Welt. Fühler da. Mhm. Beinchen jetzt schon wieder? Ja. Oh, schön weiches Mikro. Solange ich mich nicht anspringt. Ich weiß nicht. Hier sind überall Fossilien von Korallen und Muscheln und so. In der Decke drin. Das war ja mal irgendwann mal komplett unter Wasser hier ganz Yucatan. Und diese Gesteinsschichten, die so porös und löchrig sind, war alles mal ein riesengroßes Korallenriff. Und jetzt muss ich durch das Spinnenloch wieder hoch. Irgendwie. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Nachbarn. Der, wie heißt er? Zum Olli. Zum Olli. Aus England. Ein englischer Auswanderer. Und er hat auch eine Zenote auf dem Grundstück. Der hat die größte Zenote hier weit und breit. Geil. Sie 70 Meter Durchmesser. Wahnsinn. Aber offen, ne? Also offen. Keine Höhle. Keine Höhle, die ist offen. Auch geil. Schauen wir mal. Wunderschön. Erstmal Kilometer Offroad hier fahren. Hallo, wie bist du denn? Hm? Bist aber ein großer, bist du?
Sehr geil. Wow. Das ist also seine Zenote. This is your huge cenote. Wow. Did you ever jump from the top? Yeah. Yeah? Really? Yeah, like a jumping cliff on the other side. We'll be back in 5 minutes. Ja, das ist steil. Uff. Das ist, als würde ich senkrecht nach oben filmen. Ja, von hier könnte man dann runterspringen. Hier. Komm, das schaffst du, ist doch nur Wasser drunter. Nee. Komm. Nee. And here you want to make your B&B? Yeah, maybe. Maybe. Yeah, maybe. I think, or, yeah, pretty cool. Maybe like, yeah, I could make this a bedroom and then the toilet there and then the bathroom after the top. Mm-hmm. And the shower after the top. Or, I don't know, maybe do meals down here. Yeah, yeah, yeah. Like, I've got shit, you know, going to the crypt and stuff, shit and stuff. Stellt euch das mal vor, hier so im B&B, wenn das alles noch ein bisschen schöner gemacht ist, direkt vor dem Wasser von der Zenote. Das ist übrigens nicht immer so braun, das ist jetzt aktuell so braun irgendwie. Wissen sie auch nicht warum, aber normalerweise ist das relativ klar und eher grünlich, das Wasser. For this kind of stuff, or for our mamposteria, so service. Yeah, for our car too, you know, I can clean the car. At the end I clean myself. Yeah, maybe. Nach einem Spaziergang durch Ollis kleinen 10 Hektar Garten mit diversen heimischen Pflanzen und einem kleinen Streichelzoo für zükünftige Weihnachtsgänse und Pollo Asadas haben wir den Abend gemütlich auf einer kleinen Terrasse oberhalb der Zenote ausklingen lassen, bevor es für uns am nächsten Tag wieder weiterging. One amount of bananas, not found that you can eat. These are not great, I'm starting to clear all these out. Oh, the nopal cactus. Yeah, sure. But they taste good, no? Hat er Tonnen davon. These are like, they're edible, beautiful, but they're not great. They're like... Gerade mal am Straßenrand angehalten für ein kleines Grillhähnchen. Was? Bitte? Pardon? Und Coca Pop, pardon me. Ein Grillhähnchen. Pollo Asada. Lecker. Wie gut, dass wir immer Hunger haben, ne? Das nenne ich mal einen anständigen Teller mit. Oh ja. Hühnchen, Nudeln und Reis und Salat. Wisst ihr, was das Geile ist? Es ist warm. Das letzte Mal haben wir was gegessen, also was bestellt, dann war das einfach kalt. Jetzt sind wir wohl zur richtigen Zeit hier. Ja, und wir sind gerade auf dem Weg nach Tulum und von Tulum geht es nach Playa del Carmen
mega der Touri-Hotspot. Alles beides, Tulum und Playa del Carmen, mega überlaufen. Eigentlich gar nicht mal so unser Ding. Aber in Playa del Carmen wollen wir erstmal Tom und Niki nochmal treffen, die ja noch Urlaub haben hier und die wir dann verabschieden müssen, weil die ja bald nach Hause fliegen. Und den Tobi, den wir besuchen. Der Tauchlehrer ist in Playa del Carmen und vielleicht komme dann wenigstens ich mal unter Wasser nochmal auf dieser Reise. Das wäre ja dann das erste Mal. Ich hoffe es zumindest. Und was willst du? Willst du etwa mein Hühnchen? Oder vielmehr ihr drei? Ja, ja. Süßseite. Vielleicht kriegt er gleich was. So, willkommen in Playa del Carmen. Wir haben einen Parkplatz irgendwo in der Seitenstraße gefunden. Und hier um die Ecke ist eine Wäscherei. Jetzt gehen wir erstmal Wäsche wegbringen. Schon schwer abzuschließen, ne? Buenas tardes. Estamos recibiendo para entregar el día jueves. Donnerstag. Donnerstag. Ja. Was haben wir denn heute? Dienstag? Ja, ist ja. Hier. Sí. Todos rojos. 79, pero se redondea a 77. Okay, está bien. Was soll es jetzt kosten? 77 Pesos. Es sind so. So günstig haben wir es lange nicht mehr, oder? 4 Euro? 3? 3, gar nicht. 4 Euro. 3, 4 Euro, ja. Ist 4,40? Okay. 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 Gracias, hasta luego. So, 5,485 Kilo waren das jetzt für 3 Euro ungefähr. Und so machen wir das eigentlich immer hier. Wir geben einfach, wir sammeln unsere Wäsche, so alle 2 Wochen gehen wir waschen und geben das einfach ab. Die waschen das, falten das, trocknen das und verpacken das richtig schön. Und ja, dann kann man es wieder abholen, meistens nach einem Tag, jetzt dauert es halt 2 Tage. Ist auch okay. Dann haben wir jetzt zum Juliana Parkplatz, weil wir brauchen ganz dringend neue Zahnpasta. Wir haben keine Zahnpasta mehr. Das war es dann jetzt leider auch schon wieder mit diesem Video. Beim nächsten Mal geht es dann aber spannend weiter mit Höhlentauchgängen in den Zenoten Yucatans, Krokodilbegegnungen und einem recht neugierigen Hai beim Harponieren. Ihr kennt es, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt uns gerne auch was in die Kommentare, etwas Nettes bitte. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Stop dreaming. Start planning. Tschüss.